Idiot. Das war halt ein Student. Was willst du von Studenten? Die können nichts. Ja, der andere läuft vorbei. Ey, boah, das war wirklich Zentimeter vom Ohr vorbei. Boah. Ja, das Schwein gehabt, ey, da hättest du mir sonst den Schädel weggehauen. Ey, das wäre krass gewesen, ey. Ich glaube, ich hätte Albträume das Leben lang, ey. Wenn der vor dir, weißt du, der war ja drei Leute neben mir. Ja. Und wenn du den, wenn du deinen Vorgesetzten, deinen Höheren anguckst, dem wird der Birne weggeballert, ey. Boah, das klappt. Bei Feld 68. Da bist du dann, gezeichnet. Das Leben. Phil. Ja? Scheiße. Erzähl mal was von dir. Ja, ich bin Phil, ich bin schwul. Jumbo, weißt du das schon alles? Ist ja schon lange so lange drin. Ich mach ein Dreier mit Niklas. Warte! Mama! Die Kinder aus dem Winter jetzt mobben mich schon wieder! Ja, Niklas. Niklas? Ja? Ich weiß schon, was du getan hast in den letzten paar Tagen. Was denn? Du hast geblasen überall hier. Hast du mal gehört, was du angerichtet hast? Mit ja. Schein, das gemacht, Gott, kann dass der mit K geschrieben wurde, der. Ich werde mit C geschrieben. Mhm. Wahnsinn, echt. Tot. Sorry, das war der Ladeluftkühler von meinem 800 PS Golf. Die Abgase wurden da so schnell rausgeballert. Leider ein bisschen Wind aufgekommen. Ja, Niklas, was? Das war nur ein Rechtschreibfehler, weißt du? Niklas lebt nach Gold. Ich war heute so einfach mal Zeit verteilen, ne? Ging los, Sonnenschein. Als bei Sonnenschein bin ich losgelaufen. Nach den ersten 100 Metern hat's gehagelt, nach den weiteren 100 hat's geschneit. Nach weiteren 100 hatte ich erst wieder Sonnenschein, nach weiteren 100 hat es wieder gehagelt. Dann kam Schnee, dann kam Regen, dann kam nochmal Hagel und dann war ich wieder zu Hause. Nee, ja, du hast alle Jahreszeiten gehabt. Ja, so ziemlich. Ja, es war. Also, das war das Aufregendste. Ein Jahr lang war ich unterwegs. Das Aufregendste ist einfach dann, dass ich hier gemacht habe, muss ich sagen. Es ist April. Ja, April, ja, April. Da bist du aber früh weg gewesen, oder? Zeitung verteilen, morgens um 5 Uhr. Nee. Wann gehst du? Mittag soll ich machen? 2:30 war ich heute unterwegs. Nachmittag? Ja. Nee, oder? Ich hab es einmal mit meiner Oma früher gegangen. Du kannst den T6 nehmen mit Seemaschinen. Ich hab es einmal gefans. Mit meiner Oma, da war ich mal um 5 Uhr, ging mir Zeitung verteilen. Ich geh nachmittags erst. Morgens habe ich noch keinen Bock. Ach, so ist das. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch keinen Bock auf morgens. Ja, ich habe nur. Also, die Zeitung, der Verlag schreibt nur vor, dass bis 5 Uhr verteilt sein muss. Ah, okay. Und wenn ich sonntags verteile, bis 10 Uhr. Du weißt schon, bis 5 Uhr heißt es morgens um 5, gell? Ja, abends um 5. Ja, Phil, erzähl mal was von dir, was du so machst. Also ja, am Abend wichse ich mir ein. Nee, erzähl. Also jetzt also, nicht vom Wichsen gezogen, also allgemein. Aber da habe ich ja nichts zu erzählen, also. Ja, scheiße. Oh. Ja, du bist ja jetzt neu dabei bei der Zuckerfarma. Freunde. Freunde, Zuckerfarma, Zuckerfreunde. Ja. Machst du Videos? Nein. Machst du. Ja. Pup. Also, ja. Ja. Videos macht er doch. Ja. Nein, er soll mal was erzählen von sich. Also, ich mach YouTube-Videos, spiel gern PC und fahr hobbymäßig im Kart Club. Aber was spielst du denn gerne mit dem PC? Kart Club? PC weit werfen oder. Ja, das mach ich öfter. Geiler Sport. Okay. Teurer ja, Sport. Ich hab die passende Geschwindigkeit für den Gerand gefunden. Eine Menge lang. Das ist ein teurer Sport. 15, ganz klar. 15. Nur soll ich die Seemaschine wegstellen oder soll ich irgendwo sehen? Du sollst sehen, anfangen bei Feld 62, 63, 64, 70 und 68 und 67. Oh je, hast du einen Knecht gefunden, hä? Flo, nee, ich dresch ja gerade und ich dünge dann ja gleich. Ihr habt ja die hellgrün. Die hellgrün? Ich hab mir erstmal schön. Und was soll ich sehen? Weizen.
Hühner. Juni, ich hab gesehen, dass sie auch hier einen Hühner gegönnt. Fäden dran, oder? Nee, nicht mit den Fäden, das ist Gerst. Okay, gut. Oh je. Und das danach ist. Oh Top-Bauer. Ich dachte, du kannst was für. Ja, ich. Du bist aufgeregt und da hast du Blackout. Ja. Ja, komm, für Fernsehen, weißt du, RTL. Jetzt einmal seinen Idol, ne? Und dann machst du ihn so Leben. Ja, ja. RTL.11, wow. Ja. So sieht's aus. So, ich bin mit der Max unterwegs. Und wie lange darfst du heute im TS bleiben? Bis deine Mama aufs Internet zieht. So lange wie ich Lust habe. Echt? So lange wie er lustig ist. Ja, gestern waren wir bis 1.40 Uhr oder so hier. Ja, genau. Handvoll Fun gehabt, gell? Hast du, ja. hast du später noch Bock auf Zombies? Ich hab noch Bock auf Zombies. Ah, vielleicht. Das ist übrigens der andere mit dem Zombie-Spieler. Was? Wer wie Battlefield 4? Hey, ich bin Phil. Ah. Was? Gehen wir Hardline spielen? Hardline ist das, ich mitspiele. Ist der Mengele von, wie heißt der Typ, Maurus oder so? Ja, von Thomas Maurus. Chemie, Alter. So. Boah, leck. Hm? Wer leckt? Hat jemand was gekauft? Nö. Boah, der klingt geil, Alter, leck. Hier wird nicht geleckt. Hier wird gefahren. Lecken leck. Zu Hause. Mein hier, ich weiß nicht. Ich muss mal meinen Trecker waschen. Das sieht nicht mehr gelb aus. Sieht doch bis gelb aus. Ja, das sieht jetzt so braun aus. Braun-gelb. Jetzt ist Satanfarben, Safari-Farben. Ja. Steht da eigentlich der Orange, ne, hier. Der Lilane. Der Lilane steht auf dem Feld. Da kommt noch ein Ding dazu. Noch so ein Grüner. Oder ja, mal gucken. Wofür brauchst du so viele Trecker? Ich weiß, aber für jedes Fahrzeug, für jeden Gerät. Ja, mir wird nie wieder ab. Ja, so sieht's aus. Die Ankuppeln? Denkt sich auch so, sie hat ihre Traktoren verkuppelt und sie möchte sie nicht auseinanderreißen. Genau. Der neue Steyr-Muldi. Ja, von weißt jedes du, der alte Landwirt spricht, oder? Mir? Was? Kennst du noch den alten Landwirt sprechen, der so, der neue Steyr-Muldi. Ja, genau. Haben sie rausgeschmissen. Haben den rausgeschmissen? Ja, der ist nicht mehr dabei, jetzt macht nur ein anderer alles allein. Ah, ist besser. Wobei? Bei Landwirt. Klagen von deiner Mom. Bei Landwirt kommen. Nee. Doch, es kommt. Er kommt. Du. Ja, ja alles auffangen. Neue Landwirt. Bist du noch mit D geschrieben? Hm? Ja. Wer wird mit D geschrieben? Du. Dunevor. Dunevor. Das beste Praxistest. Du und. Du kennst ja das Video von Dings, ne, von Monsterkiller mit dem, ja. Beste ist ja nicht da, sondern der fängt dann so an, manchmal Schlimmes passiert. Weil, Gill, darf ja nicht in Rollwasser kommen. Und das wäre ja Naturkatastrophe. So, ja, was für eine Biogasanlage erzählt hat. Aber wieder da. Ich will nicht besser mein Schwein was zu fressen bringen. Ja, das muss ich auch. Hallo, wie geht es euch? Dafür bringe ich dir dann auch mal was vorbei. Ja, was? Musst du warten. Geld? Ich glaube nicht mehr so viel. Hallo, ich muss eine Spende einrichten. Eine Spende? Ja, eine Spende. Ich brauche ein neues Auto. Deswegen eine Spende. Was willst du denn für ein Auto haben? Ja, ich könnte Sperma spenden. Mir geht wie dicke Dreier-Bimbe.
Nein, ich kann nicht einmal zu meiner Schwiegermutter fahren, das ist schon traurig. Doch, sie zu uns Oma, zu uns warm. Das sind eh schwierig, also. Nee, vor allem ist es gut, dass wir nicht gehen können, ja. Hä? Es ist gut, dass wir nicht gehen können. Du bist Opel Corsa. Nein, das krasse ist, meine Mutter hält ja zu ihr, das ist das Problem. Du, was hast du wieder gemacht? Wieso die Kinder das dann auch die Omas sehen? Omas? Oma. Ölme. Ui. Ja. Ding. So, ja. Also ich bitte um eine Spende. Ja. Ja, die Spenden kamen gerade. Ich kann Ding sagen, sonst muss auch Dong sagen. Ding Dong. Ey, Mia, wenn du das Auto willst, so spende ich nichts. Wer hat Strom? Ob du noch Strom brauchst. Ja, so ein schönes Auto. Wieso hast du eine Maske an? Opel Corsa. Nee, nein, kein Opel. Also, schon wieder. Ich hab ein. Ja, so ein Renault wäre nicht schlecht. Also hast du noch Strom? Ich hab noch, ja. Okay. Ich hab das, Ding ja, oder so ein Dacia, sowas. Keine Ahnung, irgendein Auto. Ist der Dacia ist Renault. Was hättet ihr jetzt 25 Tage vorbei gebracht, weil ich hab so viel Stroh. Wenn mir Dacia ja, ist schon bringen, ich hab einen Haufen ich dabei. Höre. Ja, irgendein Auto, der Toyota, was weiß ich. Oder ein Mitsubishi, das ist geil. Mia, kein Toyota, da sitzt immer ein Affe drin. Das bist du, gell? Du bist der Opa. Musst du... Ey, nicht gegen mein Traumauto ist von Toyota. GT86. Ja, das, was ich mir leisten kann. Musst du als Admin reingehen, um einen Haufen zu machen? Was? Ob du als Admin reingehen musst, um einen Haufen zu machen? Das nein, macht aufs Klo. Nein. Kannst du platzieren. Ich habe irgendwas nicht ganz verstanden. Mit Waffen und platzieren. Ob du als Admin reingehen musst, um ja, einen Haufen zu machen. Ich hab Affe verstanden. Nein, dann musst du nicht, Niklas. Ob ich als Affe reingehen muss. Wie kann ich den Haufen machen? Platzierbare Objekte, Moos. Jun ist wieder da. Und dann kannst du Haufen machen. Oh. Ich wollte gerade sagen, hey, kostet nur 0 Euro, sie haben zu wenig Geld. Ich bin Linus. Ja, ich hab mittlerweile genug Geld. Ja, Minus ist auch nicht so das Ideale. Wie viel Geld habt ihr so? Minus 87. Minus 500. Minus 670. Nee, minus 90. Ja, 70.000 habe ich jetzt wieder. Ich habe fast minus 700. Ja, ich habe auch mehr gespielt. Ich habe 270. Ja, ich muss ja den Grimme kaufen, der ist ja teuer. Wenn ach, also, ich habe fast 300.000. Naja, das ist ja teuer, ey. Schade, weißt du was schade ist, dass man das Geld nicht aufs Konto überweisen kann? Durch das Spielen? Ja, durch das Spielen. Und durch das Lust ist der. Hey, was meinst du, die Konjunktur? Boah, die wird so reißen. Jeder wird nur Elles spielen. Ach, halt schon, ich seh dich gerade so von oben. Nee, dann würde ja keiner mehr spielen. Würde keiner mehr arbeiten, dann würde jeder noch spielen. Ja, oh, lecker, dann kann ich da vorne mal Stroh planen. Aber das wär's doch. Ja, du kannst ja den Server mal die Bank fragen. Du kannst mit leeren Hänger gehen. Ja, bis zur Bank sagt, ich hab hier eine Million, ich sag mal. Dann trotzdem vielen Dank. Aber wenn du nochmal was hast, so ein Vorhänger, dann würde ich auch mich drüber freuen. Naja, dann kommt, dann musst du erstmal ernten. Ich hab schon lange nicht mehr geerntet hier. Okay. Wo ist mein Junge raus? Ich bin auch gerade am Stroh sammeln. Das geht nicht mehr. Aber wenn ich jetzt nur einen Grimme hab, geht's nicht so schnell. Vorher ging's ja schneller. Ja, dann kauft zwei. Kann man Stroh auf einen Ladewagen von oben aufladen? Nee, geht nicht. Ich muss ein Ding haben. Multifruit-Anhänger. Ja, oder du hast ein Ding, wie ich hab. Kannst dann holen kommen. Was denn? Ein Mischwagen. Ach so, oh ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Ich hab einen gekauft, ich brauch ihn eigentlich eh nie. Mit so einem Rüssel? Nee, ohne Rüssel. Kein Elefant. Das wird doch was mit der Elefanten so. Das ist ein Elefant, ein Kippen. Ja. Ja, aber ich meine den Futtermischwagen selbstfahren. Den Hänger. Nur den Hänger habe ich geholt, weil der andere ist zu teuer. Ich hab, seit ich den Grimme habe ich kein Geld mehr. Ja, da kaufe ich mir einfach auch den Hänger. Da kann ich da kannst du ja was bei mir wegholen, wenn du noch was brauchst. Die Bäume. Ey, was die Bäume? Ich mag keine Bäume. Hast du Freitag auch frei?
Das ist Feiertag. Das ist doch Feiertag. Ja, natürlich, das Karl ist ein Haus. Ja, ich find's einfach gemein, weißt du? Es gibt nicht mal einen Thuntag, oder? Thunfischtag. Ja, das wäre doch schön. Thunfischtag. Also, das Thuntag einfach frei, ne? Thunfischtag. Kann ich das irgendwie bei der Kirche einreichen oder sowas? Weiß nicht, ob die das annehmen. Oder ich mache einfach Thungemeinde. Hast ja, du zufällig vor ein paar Jahren. Hast du zufällig Gemeinde. Vor ein paar Jahrhunderten irgendwas Spezielles gemacht, weshalb du heilig gesprochen wurdest? Ja. Ich bin. Dein bist geboren! Natürlich habe ich was gemacht. Er ist geboren. Du musst jetzt nachschauen. Ich bin auch übers Wasser gelaufen. Es war zwar nicht so tief, aber es war eine Pizza. Ja, aber ich bezweifle, dass du übers Wasser gelaufen bist. Bin ich doch. Es war nicht so tief, aber ich bin rübergelaufen. Ja, das ist. Ich glaube, wenn du das da einreichst, fallen die nicht für verrückt. Ey, ich will meinen eigenen Tag, ich bin über Wasser gelaufen. Ja, es sagt ja niemand, dass Jesus übers Meer gelaufen ist, sondern es hat geheißen, er ist übers Wasser gelaufen. Nein, es war das wirklich das Meer. Also in der Geschichte steht das Meer drin. Ja klar, kann jeder sagen. Herr Meister, Geschichtsstunde. Schunter, Herr Meister, Geschichtsstunde. Ja, aber du hast nicht mit drei Fischen und zwei Broten 5000 Männer ernährt. Natürlich. Hab ich gemacht. Ja, hat sogar nur einen Fisch und ein Brot. UPC ist vorbeigekommen. Der Flieger hat's abgeschossen. Ding, er hat lässt dann ganz schön streifen. Er hatte nur einen Fisch und ein Brot und wurde selber nicht satt. Amen. Ja, das heißt ja, die Post bringt's. Er hat's bei der Post bestellt und ist gekommen. Ja, es heißt doch von der Flügel kommt ein Flügel und kriegst keinen Kopf. Wo willst du denn hin? Da ist noch ein Streifen in der Mitte. Ja, und tun, was du hast ja jeden ja, Nuckeln lassen, gell? Was hab ich gemacht? Jeden Nuckeln lassen. Ja, hat sich irgendein Häcksler gegönnt? Nee. Oh, ich bin doch hier an den Anbau. Was bist du, Lizzie? Weg, tschüss. Bist weg? Okay, tschüss. Weg. Ja, wenn du Langeweile hast, ne? Ich hab da noch so ein Maisfeld. Wieso meinst du? Hä? Wieso meinst du? Ich hab da noch so ein Maisfeld, das ich loslernen will. Okay. Den Inhalt, was draufsteht. Ja, dann hol ich mir dann, wenn ich da fertig bin, was für ein Feld. Da kann ich da auch noch Weizen anpflanzen. Was für ein Feld. Willst du das hier nicht mehr einsammeln? Was? Feld Nummer 4 ist das. Oh? Das ist so ganz oben. Ich hab ja, bei mir, Ladewagen, was? Aber bringt kaum was. Ja, das mache ich dann auch noch. Dafür habe ich schon mein Maxi. Nee, am liebsten, aber am besten macht er keine Strohballen, sondern Strohhaufen. Boah, Manu. Ja, du mach ich ja. Ja, weil sonst ruckelt es wieder wie eine Arschkacke. Ich sammle das Stroh einfach ein. So. Ich glaube, das war auf mich bezogen mit den Strohballen, oder? Ja. So, das sage ich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.